Der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft erscheint natürlich zunächst etwas historisch, als etwas Historisches, etwas Altertümliches vielleicht in der Neuzeit, aus der Neuzeit stammt. Aber das ist gerade mit der Pfiff dieses Vorschlages einer soziologischen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft in gegenwartsanalytischer Absicht. Man muss sich ja immer vor Augen führen, dass es im 20. Jahrhundert, also gar nicht so weit fern von uns, von unserer Gegenwart im 20. Jahrhundert, die moderne dominierende nichtbürgerliche Gesellschaftsprojekte, man würde vielleicht besser sagen Gemeinschaftsprojekte gegeben hat, also einerseits den Kommunismus seit 1917 aus der Sowjetunion, in der Sowjetunion und aus der Sowjetunion mit einer kommunistischen Internationale, also dominierend, und dann natürlich fast zeitgleich die faschistischen Gemeinschaftsprojekte, dann nationalsozialistisches Gemeinschaftsprojekt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und man muss sich immer klar machen, diese beiden Gemeinschaftsprojekte hatten gravierende Differenzen, aber in einem Punkt koinzidierten sie, nämlich in dem Punkt der Überwindung bürgerlicher Vergesellschaftung und der Liquidierung des Bürgertums. Und wenn man sich das nochmal klar macht, dass das zwei sozusagen Stoßrichtungen innerhalb durchaus moderner Gesellschaften gegen Verbürgerlichungstendenzen oder überhaupt bürgerliche Strukturen und bürgerliche Akteure, also mit der Auslöschung des Bürgertums, dass es die gab, dann wird der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft in gegenwartsanalytischer Absicht plötzlich scharf. Dann weht gleichsam ein scharfer Wind durch diese Kategorie in gegenwartsdiagnostischer Absicht. Und ich möchte das ergänzen, dahingehend, dass für meine Denkprozesse innerhalb der Soziologie und soziologischen Theorie wichtig war das Ereignis 1989, das Strukturereignis, der Strukturumbruch 1989 in Ostmitteleuropa, einschließlich der DDR, also in Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei. Und in der damaligen DDR, wenn ich die mal erwähnen kann, also ich beziehe mich durchaus nicht immer nur auf die DDR in diesem Punkt, sondern auf Ostmitteleuropa, das revolutionäre Ereignis in Ostmitteleuropa. Und ich habe mich sozusagen früh schon damit auseinandergesetzt, warum hier die Begriffe des Zusammenbruchs, ja, dass das ein Kollaps eines Systems sei, also gleichsam so ein vom System aus gedacht, ein Zusammenbruch eines Systems, warum man den Begriff des Zusammenbruchs wählt, auch innerhalb der Soziologie, oder sich dem allgemeinen Begriff der Wende anschließt, jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Und immer gefra mich gefragt, auch sozusagen in einer internen Auseinandersetzung mit meinen Soziologiekollegen, warum sie, die eigentlich für sonstige gesellschaftliche Umbrüche durchaus den Begriff der Revolution schätzen und bevorzugen, warum Sie diesem Ereignis 1989 den Begriff der Revolution vorenthalten. Also ich hab mir drei Fragen gestellt und bin im Zusammenhang mit diesen drei Fragen dann auf die Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft als gegenwartsadäquat gekommen. Erstens, war 1989 überhaupt eine Revolution? Das war es von den revolutionären Akteuren, die Risiken eingegangen sind. Und natürlich von den Folgen dieses revolutionären Auftritts innerhalb einer sozialistischen Gesellschaft, also einer Neuherstellung von Öffentlichkeit, bürgerlicher Öffentlichkeit, mit den Folgen des Strukturumbruchs. Das gehört ja zur Revolution dazu, zu einer Revolution, objektiven Strukturumbrüchen auf fast allen Feldern des Lebens. Und dann habe ich mich gefragt, wenn es eine Revolution war, wenn man es so richtig sagen würde, 1989 war in Ostmitteleuropa eine Revolution. Was war es eigentlich für eine Revolution? Von wo nach wo ging sie?
Und die Marx'sche Theorie kam ja nicht in Frage, wenn man eine Revolutionstheorie anwenden kann, weil da die Erwartung immer war, dass es von bürgerlichen Gesellschaften revolutionär in sozialistische, kommunistische Gesellschaften ging. Also habe ich mich gefragt, wohin ging es? Was war das Revolutionäre? Welche Richtung? Und bin von dort her drauf gekommen, dann sozusagen in der Musterung dessen, was dann als objektive Strukturumbruch sich ergeben hat, dass das im Grunde bürgerliche, dass eine revolutionäre Herstellung der Prinzipien bürgerlicher Vergesellschaftung gewesen ist. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, ist es 1989 eigentlich eine weltgeschichtlich, weltgesellschaftlich originäre Revolution im Vergleich zum Beispiel zur französischen Revolution oder die ja aus feudalen Verhältnissen in bürgerliche Verhältnisse der Umbruch war oder im Vergleich zur russischen Revolution, die aus feudalen, teilweise bürgerlichen Verhältnissen in sozialistische Gesellschaftsformation ein Umbruch war. War sie originell? Und die Antwort war, ja, das ist, die ich mir gegeben habe, das ist eine originelle Revolution, weil erstmalig in der Weltgeschichte und Weltgesellschaft es zu einem revolutionären Umbruch aus sozialistischen Gesellschaften, sozialistischen Sicherheitsgesellschaften der Moderne in bürgerliche Risikogesellschaften gekommen ist. Ja, ich habe dann natürlich als Soziologe und soziologischer Theoretiker die Auseinandersetzung oder war immer schon in der Auseinandersetzung mit anderen Theoriekandidaten für die Diagnostik der Gegenwart. Ich meine, davon lebt die Soziologie, das ist mit ihrer Zuständigkeit. Wenn man mal die Grundunterscheidung trifft innerhalb der soziologischen Theorie zwischen Sozialtheorie einerseits und Gesellschaftstheorie andererseits, also Sozialtheorie als die Frage, wie funktioniert das Soziale überhaupt, wie konstituiert sich Soziales überhaupt, und davon unterschieden Gesellschaftstheorie immer als Antwortvorschläge auf die Frage, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, also diese Gegenwartsanalytik. Und die Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft spielt natürlich der Begriffsvorschlag innerhalb der Dimension der Gesellschaftstheorie. Und da ist mir aufgefallen, dass sozusagen es immer, jetzt wenn man mal von 1990 aus angeht, aber das war natürlich vorher schon, immer neue Begriffsvorschläge, immer neue sozusagen Konzeptionen, was unsere Gegenwartsgesellschaft ausmacht, angeboten wurden. Das war bei Ulrich Beck, wenn ich daran erinnern kann, die zweite oder die reflexive Moderne. Dann war es die Erlebnisgesellschaft von Gerhard Schulze Anfang der 90er Jahre. Dann ist es die Disziplinargesellschaft von Foucault gewesen. Dann ist es so etwas, natürlich Individualisierung, das hatte Ulrich Beck schon im Blick. Aber ich würde auch so ein, sozusagen jetzt etwas jünger zurückliegend, also ein Werk wie das von Andreas Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten, was ja eine Steigerung und Fortsetzung der Individualisierungsthese ist, als gegenwartsanalytisch. Auch das ist, meines Erachtens, alles in allem so gut, dass wirklich erarbeitet ist und auch belegt ist. Es ist in allem, aus meiner Sicht, alles in allem eine Art Ad-hoc-Vorschlag. Ich habe das dann also für die Gegenwartsanalytik, die nicht wirklich auf die Frage antwortet, was hält die Gegenwartsgesellschaft tatsächlich zusammen? Was ist ihr Prinzip? Insofern habe ich gesprochen von Wimmelbegriffen. Also mein Eindruck war, es sind Wimmelbegriffe der soziologischen Gegenwartsdiagnostik.
Und demgegenüber, das ist ja klar, gibt es zwei und bleiben zwei robuste Theoriekandidaten in dieser gesellschaftstheoretischen Frage im Raum. Das eine ist natürlich der Neomarxismus. Dann wird immer eine Kapitalismustheorie in neuen Varianten ausgeworfen. Und das andere ist die Systemtheorie seit Parsons und dann vor allem im deutschsprachigen Raum mit Luhmann als die Theorie der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. Das ist also die, könnte man sagen, die Antworten dieser beiden robusten Theoriekandidaten, wie ich das für mich nenne, ist entweder wir leben nach wie vor in der kapitalistischen Gesellschaft, Spätkapitalismus vielleicht, immer dieser von Sombart her stammende, etwas ja auf eine Endzeit hindeutende Begriff. Und da ist natürlich, das trifft etwas, aber das Problem ist, dass tatsächlich da die Ökonomiefokussierung, also das mit dem Basisüberbau, das ist gleichsam die Ökonomie als Teilsystem dominiert und die anderen Systeme sind dem eigentlich mehr oder weniger abhängig zugeordnet. Und die Systemtheorie hat den großen Vorteil tatsächlich, die Autonomie verschiedener Teilsysteme, Recht, Politik, auch Ökonomie, aber dann Kunst und Erziehung und so weiter zu sehen. Aber sie kann eben innerhalb ihrer Theorie sozialer Systeme, nimmt sie nicht die Akteure mit in den Blick. Das ist sozusagen ihr Manko. Und von dort her, der Gedanke, man braucht eine Theorie, die robust ist, also die nicht auf sozusagen aktualistische Tendenzen setzt, die robust ist, die in jedem Fall ein Systembegriff, ein Strukturbegriff ist, das ist bürgerliche Gesellschaft, die aber auch Akteursgruppen nennen kann, das ist Bürgertum. Vielleicht sogar noch eine Haltung kennzeichnen kann, Bürgerlichkeit. Insofern schien es mir ein aussichtsreicher Versuch, sozusagen als einen dritten Vorschlag neben diese beiden robusten Vorschläge des Neomarxismus und der Systemtheorie, die Gesellschaftstheorie der bürgerlichen Gesellschaft zu versuchen. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, als genau, wie macht man so ein Konzept einer Theorie der bürgerlichen Gesellschaft? Und da bin ich im Grunde vorgegangen, wie ja viele, die in der soziologischen Theorie arbeiten, indem ich verschiedene Traditionen, Denktraditionen mustere und versuche, gleichsam die Teilwahrheiten so einer Reflexion über Bürgertum und über bürgerliche Gesellschaft zusammenzuführen. Und natürlich habe ich in der Theorietradition, ich habe dann drei Theoriestränge zu berücksichtigen versucht. Natürlich in jedem Fall den Theoriestrang über die kapitalistische Gesellschaft, also schon mit Adam Smith anfangend, also in jedem Fall diese Theoriebildung von Adam Smith und den schottischen Moralphilosophen überhaupt einzubeziehen und dann natürlich Hegel, der ja den Begriff in bürgerliche Gesellschaft im deutschsprachigen Raum dann in seiner Rechtsphilosophie prominent werden lässt und von dort her natürlich Marx. Gleichsam die Theorie der Bourgeoisie, würde man sagen, als Inbegriff der bürgerlichen Gesellschaft und habe dann aber mir klargemacht, sozusagen, um überhaupt der neomarxistischen Theoriebildung, um sozusagen die überschreiten zu können, also ohne deren Teilwahrheit zu leugnen, aber sie zu überschreiten,
muss ich eigenständig die Theoriebildung der Civil Society berücksichtigen, also gleichsam den Citoyen. Das ist ja immer schon eine Unterscheidung, die innerhalb der Reflexion über die bürgerliche Gesellschaft geführt wird, der Bourgeois einerseits, der Citoyen andererseits. Aber Civil Society, ich habe die ganze Tradition sozusagen dann durchgemustert oder mir nochmal klar gemacht, die mit Tocqueville beginnt, in seinem wirklichen Standardwerk Die Demokratie in Amerika, wo er auf die als Grund der, würde man sagen, bürgerlichen Gesellschaft die Assoziationen nennt. Er fängt ja gerade nicht mit dem Unternehmer und der Bourgeoisie an, sondern er setzt auf die Assoziationen der Citoyens, die gleichsam diese ganze Gesellschaft immer erneut konstituieren. Und davon unabhängig, ich habe dann versucht, gleichsam diesem Dualismus zwischen Bourgeois und Citoyen nochmal auszuweichen, indem ich noch eine dritte Theorietradition mir sozusagen vor Augen geführt hat. Und das ist die Theorietradition, die so um so etwas wie das Bildungsbürgertum kreist, letztlich um Individualisierungsprozesse innerhalb der Gesellschaft, das Individuum in der Mitte, im Mittelpunkt der Vergesellschaftung, das ist natürlich die Tradition in jedem Fall dann bei Wilhelm von Humboldt, nicht, als das Bildungssubjekt, das sich bildet als Individuum in Auseinandersetzung mit den innerhalb der Bildungsmedien mit der Welt, die persönliche Aneignung der Welt. So ein bisschen natürlich auch, das ist ja nicht nur Wilhelm von Humboldt, das ist schon Wilhelm Meister bei Goethe mit dem Satz von Wilhelm Meister, was treibt ihn, mich ganz so auszuführen, wie ich da bin. Das hat nichts mit Bourgeois zu tun und nichts mit Citoyen, sondern mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und eine weitere Bezugsgröße dabei ist Georg Simmel mit seinem berühmten Aufsatz Das individuelle Gesetz. Das ist im Grunde das Prinzip dieses Bildungsbürgerlichen. Ich will noch erwähnen, die drei Theorietraditionen, die ich dann gleichsam zur soziologischen Theorie der bürgerlichen Vergesellschaftung zusammenführe, bei der Civil Society, Hannah Arendt, im Grunde in der Nachfolge von Tocqueville, auch in den USA, als Emigrantin in den USA, mit ihrem Buch On Revolution, wo sie die amerikanische Revolution herausarbeitet in ihrer Originalität gegenüber der französischen Revolution, nämlich die amerikanische Revolution tatsächlich als die Herstellung, revolutionäre Herstellung eines öffentlichen Raumes und diesen öffentlichen Raum mit den Prinzipien in einer Verfassung festhalten, in einer Konstitution, also in Begriff so etwas wie eines Vereins-Assoziationsbürgertums. Das waren diese, ja, das ist sozusagen die Theorietechnik, die ich versucht habe, bei der Entwicklung eines Gegenwarts, einer gegenwartsanalytisch relevanten Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft vorzuführen. Also wichtig ist, dass man sich nicht an Äußerlichkeiten, ich habe natürlich dann, als ich das entwickelt habe, war eine Auseinandersetzung, es gab so Bürgerlichkeitsdebatten, wie bürgerlich ist die Gegenwartsgesellschaft. Aber da war immer nach dem Motto, es gibt antibürgerliche, nichtbürgerliche Tendenzen, war so ab 2000 eine Debatte. Das waren häufig äußerlich Fragen nach dem Motto, die Krawatte verschwindet. Wir leben nicht mehr in einer bürgerlichen Gesellschaft. Ja, oder der Anzug verschwindet und so weiter. Gab es also auch natürlich Figuren aus dem Bürgertum, die aus einem sozusagen
klassischen Bürgertum des 20. Jahrhunderts, die das als Verlust und damit als Verschwinden von Bürgertum und bürgerlicher Gesellschaft überhaupt interpretiert haben. Und ich habe immer darauf geachtet, auf den Formwandel. Also es kommt gar nicht auf diese äußere Form an, sondern gibt es innere Prinzipien bürgerlicher Vergesellschaftung, die gerade, die nicht nur heute noch in Kraft sind, sondern die gerade heute in Kraft sind. Darauf kann man vielleicht später noch kommen. Wichtig war diese drei Prinzipien. Und zwar der Gedanke war, nicht aufeinander rückführbare Prinzipien. Also einerseits das Prinzip des Kapitalismus, das ist das Prinzip des unternehmerischen Subjektes, der Bourgeoisie, das ein Risiko eingeht. Aber natürlich gekoppelt mit der Figur des Konsumenten, der gleichsam sein Begehren äußert und zur Geltung bringen will innerhalb der Marktwirtschaft. Und das ist das eine Prinzip. Und das zweite Prinzip, was nicht auf die Marktwirtschaften zurückgeführt werden kann, ist die Civil Society, also die Assoziation, die Selbstverwaltung, die spontane Vereinsgründung, sich spontan mit anderen ähnlich Interessierten assoziieren und einen Vereinszweck verfolgen und dafür eine Satzung schaffen und sich selbst verwalten und das Risiko eingehen, dass dieser Verein auch wieder untergeht und die ganze Initiative. Das ist das andere Prinzip. Also das Prinzip der Assoziation oder wie ich im Deutschen immer sage, das Vereinsbürgertum. Und das dritte Prinzip eben das Bildungsbürgertum, das um die Frage der individuellen Entfaltung der Person in der eigenen Lebenszeit in der Gesellschaft kreist. Ich will nur sagen, man kann diesen drei Prinzipien auch drei Akteurstypen zuordnen, wo man sagen würde, da verdichtet es sich, ist ja klar. Der Kapitalismus verdichtet sich in der Figur des Unternehmers, des initiativen Unternehmers. Und die mit allem drum und dran, dann Manager und so weiter. Aber die Schlüsselfigur ist der Unternehmer. Der Kleinunternehmer, der ein Geschäft untermacht und sozusagen der Großunternehmer, der Kapital akkumuliert und so weiter investiert. Und der Repräsentant der Civil Society, der Assoziation, ist im Grunde der Anwalt, ja, der Rechtsanwalt, also der juristisch gebildete, der weiß, wie man einen Verein aufstellt und wie man eine Sache vertritt, auch in der Öffentlichkeit, also die Anwaltsfiguren. Deshalb sind häufig in den Vereinsgründungen Juristen beteiligt, also vor allem der Anwaltstypus. Und die Verkörperung des Bildungsbürgerlichen als Prinzip ist natürlich vor allem der Forscher, der Wissenschaftler, aber vor allem der innovative Forscher und der Künstler. Weil die beide müssen sozusagen innovativ, wenn sie innovativ sein wollen, müssen ihre Persönlichkeit ausbilden, ihre Begabung und die gleichsam ins Spiel einbringen. Also das nochmal, darauf kam es mir an, auf diese drei Prinzipien und dass sie nicht aufeinander rückführbar sind. Deshalb jede Vermeidung einer Kapitalismustheorie, dass ich sage, ja, die Individualisierung und das Bildungsbürgerliche und die Assoziation, das ist letztlich eine abhängige Größe vom Kapital. Man kann genau umgekehrt vielleicht sich vorstellen, ne? Die Civil Society und die Gründung sozusagen eigene Vereine schafft überhaupt den öffentlichen Raum dafür, dass es so etwas wie Privateigentum und dergleichen geben kann. Das ist ja klar. Wenn ich den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft als Analysekategorie stark mache, dann bewege ich mich im Raum der historischen Soziologie. Das ist ja klar. Bürgerliche Gesellschaft ist eine historisch entstandene und erforschte, auch von Soziologen erforschte, hat eine erforschte Genese und hat ihre Entwicklung. Es gibt auch die großen Bürgertumsforschungsprojekte schon aus den 80er Jahren, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum. Das ist mir vollkommen klar.
Und jetzt ist wichtig, wenn man in der Soziologie sich bewegt, gibt es da eine Bezugsgröße, ein Klassiker der bürgerlichen Gesellschaft? Und da kommt man um Max Weber nicht drum herum. Und da war meine Entdeckung, Max Weber wird ja häufig als der Klassiker der Moderne und der Rationalisierung der Moderne begriffen. Aber wenn man sich das Werk, zum Glück hatte ich eine frühe Kenntnis eines berühmten Aufsatzes von Max Weber, nämlich über die okzidentale Stadt. Also die okzidentale Stadt im Mittelalter. Und das ist nichts anderes als die bürgerliche Stadt, die Weber dort beschreibt. Ich würde sagen, das ist überhaupt das Zentrum des Weberschen Werks. Also nicht die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, sondern diese Schrift über die okzidentale Stadt. Da vergleicht, also typisch Weber, er vergleicht gleichsam Stadttypen, natürlich orientalische, asiatische Stadt, und will dann darauf hinaus in seinem Gestus, dass die europäische Stadt sozusagen eine ganz besondere Konstellation und Konfiguration gewesen ist, aus mehreren Faktoren. Und er erwähnt dort ausdrücklich, und das kam mir natürlich entgegen, er erwähnt ausdrücklich als Ursprungsort der europäischen Moderne in dieser okzidentalen Stadt die Marktvergesellschaftung. Es ist also ein umzäuntes, also man würde sagen, sozusagen mit einer Mauer umgebenes eigenes Gebilde der Stadtbewohner. Es sind ja die Bürger, sind ja nicht die Bewohner in der Burg, da sitzt ja der Herr, der adlige Herr, sondern sie sind die Bewohner im Streifen um die Burg herum. Dort findet die Marktvergesellschaftung statt. Dort organisieren sie sich. Also es ist gleichsam diese schmale Zone um die Burg herum, wo sich etwas ganz Eigenständiges nach Weber entwickelt, mit Marktvergesellschaftung, aber vor allem mit Autokephalie, dieser schöne Ausdruck von Max Weber, Eigenköpfigkeit, also die sozusagen Selbstverwaltung der Bürger in der Stadt mit einem Rat, selbstgewählten, selbstkonstituierten Rat, der im Rathaus sitzt, und eigenem Gericht. Sie haben eine eigene Satzung. Sie maßen sich an, eine eigene Satzung zu entwickeln für ihre Kommune. Und insofern hat Weber das auch genannt, dass die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft war ein revolutionärer Akt gegenüber den Herren. Es war ein revolutionärer Akt, es war eine illegitime Herrschaft, hat er gesagt. Illegitim, weil sie nicht gedeckt war von den Territorialherren oder von den adligen Herren. Es war eine Anmaßung, sich selbst zu verwalten. Und wenn man das noch genauer charakterisiert, dann sind die Bürger nicht nur abgegrenzt natürlich gegenüber dem Adel in der Burg und der sozusagen über Ländereien verfügt, sondern sie sind natürlich abgegrenzt gegenüber dem ganzen Bauerntum, was die Mehrheit der damaligen Bevölkerung ausmachte. Den naturverhafteten, in den Naturzyklen mitsteckenden Bauern. Und nochmal abgegrenzt gegenüber den Mönchen, die in den Klöstern leben. Nicht? Denn das Bürgertum ist natürlich weltzugewandt. Also ich hatte die zwei Charakteristika von Max Weber genannt, einerseits Marktvergesellschaft und andererseits Autokephalie. Und dann hat er noch natürlich die Kirche in dem Blick, also die Religionsvergemeinschaftung, die christliche Abendmahlsvergemeinschaftung, eine Art Schwurverbrüderung, wo man ja sagen würde, worum handelt es sich da? Die ist ja nochmal unabhängig von der selbstverwalteten, gleichsam politischen und rechtlich selbstverwalteten Kommune, geht es ja darum, im Abendmahl und innerhalb des Bezugs auf die Offenbarung der Bibel für jeden Gläubigen seinen Weg zu Gott, zur Gottesgnade zu finden und sich sozusagen täglich und wöchentlich, mindestens beim Abendmahl, zu fragen, wird mir Gottesgnade zuteil? Und insofern ist es ein Prozess, der dort einsetzt, religiös motiviert, der Individualisierung. Und dann kann man, wenn man das hat, um das noch zusammenzufügen, dann kann man sagen, jetzt kommt Webers zweite große Schrift ins Spiel, nämlich die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Denn diese gleichsam Radikalisierung der religiösen Frage, habe ich einen gnädigen Gott, spielt sich natürlich dann vor allem, spitzt sich zu aufgrund der Reformation, des Calvinismus, des Luthertums, ja, bis hin zu der Frage, wo ist mein
Wo ist meine Berufung, meine Vocatio, meine? Wo ist mein Beruf? Ist das wirklich mein Beruf, den ich ausübe? Und wenn ich dorthin gestellt bin, kann ich ihn wirklich zu dem meinigen machen? Also diese ganzen Folgen des reformatorischen Umbruchs hat Weber natürlich da in den Blick, nur dass er das innerhalb dieser berühmten Schrift Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus verengt auf die Ökonomiefrage. Er führt es nicht, obwohl er das wusste. Er war ja in den USA gewesen und hatte diese von Tocqueville beschriebenen geselligen Vereine, das hatte er alles kennengelernt, auch diese selbstverwalteten Denominationen, wie er das immer nennt, also die selbst sich verwaltenden religiösen, protestantischen, puritanischen Gemeinden. Aber er hat es nicht, er hat gleichsam diese protestantische Ethik nicht weiterverfolgt hinsichtlich des Assoziationswesens. Und insofern, er steckte eben zu stark in der Auseinandersetzung mit Marx, ne, dem er in gewisser Weise diese kausal wirksamen religiösen Motive in der Moderne als eigendynamische Größen entgegenhalten wollte. Ja, zunächst muss man, wenn man von einem Bürgertum und bürgerlicher Gesellschaft spricht und auf die okzidentale europäische Stadt zurückgeht, dann muss man sich natürlich immer vergegenwärtigen in der frühen Neuzeit, dass das kleine Areale waren im Verhältnis zu der Gesamtgesellschaft, die feudal strukturiert war und natürlich das ganze Land in seinem Bauerntum und in den Grundherrschaften und Gutsherrschaften und so weiter organisiert war vom Adel. Also es war sozusagen ein dynamischer, aber doch minimaler Teil in den Städten der Gesamtgesellschaft. Und das muss man natürlich jetzt sehr abkürzen. Es ist in unendlichen Kämpfen sozusagen des Stadtbürgertums innerhalb der Stadt mit dem präsenten Adligen in der Burg. Dann alles in allem, würde man sagen, haben sich natürlich die großen Territorialherrschaften herausgebildet. Das war alles eine Leistung und eine Initiative des Adels, die Militärorganisation, also die überhaupt diese Territorialherrschaften möglich machte. Aber alles in allem ist in diesen Kämpfen es zu einer, jetzt würde man sagen, Verbürgerlichung der Flächenstaaten gekommen. Das große Beispiel ist natürlich die kleinen Niederlande, wo man sagen würde, das ist die erste bürgerliche Vergesellschaftung, Territorialvergesellschaftung, also nicht nur bürgerliche Städte. Die Niederlande in ihrem goldenen Zeitalter waren dann insgesamt eine bürgerliche Vergesellschaftung. Und noch einen Schritt weiter würde man sagen, als ein Beleg dafür kann man dann im 17. Jahrhundert erkennen, die sogenannten Gesellschaftsvertragstheorien, also die berühmten Gesellschaftsvertragstheorien, die in gewisser Weise intellektuell uns heute noch in unserer Gesellschaftsformation stimulieren, also die von Hobbes und von Locke vor allem, der zum Beispiel der amerikanischen Vergesellschaftung als der Ideengeber zur Verfügung steht. Gesellschaftsvertragstheorien heißt ja, dass in einem fiktiven Modell alle Mitglieder einer Gesellschaft tendenziell alle, jetzt würde man immer sagen, die Frauen gehörten nicht dazu und so viele andere Gruppen. Es kommt auf das Prinzip an. Die sozusagen Gruppen in der Gesellschaft, die sich als Bürger erkennen und anerkennen, dass die zusammen den Staat hervorbringen. Das ist bei Hobbes ja die Figur, und zwar vertragsmäßig. Sie geben Rechte ab untereinander und geben einer dritten Figur sozusagen die Herrschaft in der Erwartung, dass er für die Sicherheit und dass die Rechtssicherheit zwischen ihren und vor allem ihren Kommunikationen sorgt.
Und insofern könnte man es zuspitzen, dass man sagt, die Gesellschaftsvertragstheorien sind im Grunde eine Übertragung der Selbstverwaltung, der Autokephalie aus den kleinen okzidentalen Städten auf die Flächenstaaten. Und von dort her, also das Vereinsprinzip, die Gesellschaftsvertragstheorien übertragen im Grunde das Assoziations- und Vereinsprinzip der städtischen Vergesellschaftung in den okzidentalen Städten auf die Gesamtgesellschaft. Und insofern kommt man dann zum, natürlich das 18. Jahrhundert als Inbegriff der Verbürgerlichung. Und dann schließlich das 19. Jahrhundert wird ja immer als ein bürgerliches Zeitalter bezeichnet, mit Recht, weil tatsächlich das Bürgertum äußerst präsent ist, jetzt nicht nur in den Städten, sondern tatsächlich in der Gesamtgesellschaft, auch in dem sich bildenden öffentlichen Raum über das Zeitungswesen, die Publikation, über das ganze Literatur, den Literaturmarkt, die literarische Öffentlichkeit. Die Habermas unter anderem, ja, Habermas auch als ein durchaus als ein soziologischer Denker der bürgerlichen Gesellschaft, nicht in seiner Habilitation, der Strukturwandel der bürgerlichen Öffentlichkeit. Ne? Das ist dann, da alles läuft darauf hinaus, dass auf einen Verfall hinaus, Verfallsthese im marxistischen Gestus, aber insgesamt ist es sehr gut am Anfang mit eingefangen, die bürgerliche Vergesellschaftung in der Öffentlichkeit, im Privaten und in der Öffentlichkeit, die Strukturierung des öffentlichen Raumes durch bürgerliche Umgangsformen, bürgerliche Geselligkeit, die Salons und so weiter, Kaffeehäuser, was immer als Beispiel gebracht wird. Also das 18. Jahrhundert, dann das 19. Jahrhundert als sozusagen bürgerliches Zeitalter. Andererseits muss man immer sehen, auch wenn man das bürgerliche Zeit als bürgerliches Zeitalter nennt, dass ja die meisten Mitglieder einer Gesellschaft in nicht bürgerlichen Lebensformen sich bewegten, also die ganze Bauernschaft, natürlich die Adligen noch, die das Sagen hatten innerhalb der Diplomatie, innerhalb des Militärs und dergleichen. Und natürlich die entstehende Industriearbeiterschaft, die aufgrund der kapitalistischen Unternehmung als vom Lande kommende Bauern in Industriearbeiter in den Städten oder neben den Städten verwandelte Existenzen, abhängige, lohnabhängige Existenzen, also gerade keine bürgerliche Lebensform ihnen ermöglicht. Und wenn man das sieht, jetzt kommt gleichsam im 19. Jahrhundert, was man nennen würde, ab dem 19. Jahrhundert die Krise der bürgerlichen Gesellschaft durch die Herausforderung der anderen Sozialgruppen und die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft. Das fängt schon im Zuge der Französischen Revolution an mit Babeuf und solchen Figuren und setzt sich dann natürlich fort bei prominent bei Marx, die ja immer, Marx und Engels, die ja immer nur für stellvertretend stehen für diese Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft, der Radikalkritik der bürgerlichen Gesellschaft. Da beginnt der Prozess, ich nenne das immer, Marx und Engels kamen ja selbst aus bürgerlichen Verhältnissen, das war ja gestandenes Bürgertum, gerade Engels war ein Unternehmerssohn, also ein Bourgeois. Und Marx war mindestens ein Bildungsbürger, aus bildungsbürgerlichen Verhältnissen. Und es kommt zu einer ich nenne das die abspringenden Bürger, die also sozusagen an der bürgerlichen Vergesellschaftung zweifeln und verzweifeln angesichts ihrer Folgen. Die Folgen der bürgerlichen Vergesellschaft sind natürlich vor allem Ungleichheit, eine soziale Ungleichheit, abhängige, lohnabhängige Existenzen. Aber es gibt noch ganz andere kritische Folgen der bürgerlichen Gesellschaft, die auch von Marx und Engels, da muss man sie immer auf das kommunistische Manifest beziehen und die wirklich deskriptiv und expressiv wunderbaren Abschnitte über die bürgerliche Vergesellschaftung. Ne?
Da sind ja Marx und Engels geradezu fasziniert von der Dynamik des Bürgertums, dass es alle Ketten sprengt und eine unglaubliche Eigendynamik als Kapital entwickelt und gleichsam um die Erde rast mit seinem sich selbst verwertenden Kapital und nichts vor nichts macht es Halt. Eine unglaubliche Eigendynamik. Aber diese Eigendynamik und durch sozusagen nicht mehr einzuholende Dynamik des kapitalistischen Bürgertums, der Bourgeoisie, wie es bei Marx und Engels immer heißt, die ist gleichsam auch Anlass der Gesellschaft. Denn das Bürgertum bringt eine ständige Unruhe in die Vergesellschaftung. Nicht nur durch seine Kapitalprozesse, Kapitalisierung, das akkumulierte Kapital und die immer erneuten Investitionen, sondern natürlich letztlich auch, wenn man einen Schritt weiter geht, durch die immer erneuten Assoziationen zerstört im Grunde das Bürgertum, das Vereinsbürgertum, traditionale Lebensformen, auch Formen der Solidarität, der eingelebten Solidarität in der Gesellschaft. Also es gibt, dann gibt es vom Adel aus, aus dem Adelstum natürlich die Kritik an der bloßen Zivilität des Bürgertums. Der Adel ist ja gewaltgeschult, das sind ja Krieger. Opferbereite Krieger, während das Bürgertum immer, wie Weber sagt, in der okzidentalen Stadt bereits interessiert ist an dem zivilen, an der zivilen Kommunikation, also an der gewaltfreien Kommunikation, auch wenn sie als Spießbürger ihre eigene Kommune natürlich im Zweifelsfall verteidigen können. Aber im Grunde sind sie am Handel und Wandel interessiert, an zivilen Umgangsformen des Gewerbes, der Werbung. Voreinander, für die Werbung, für die Waren, für die jeweils hergestellten Waren oder sozusagen ziviler Umgang in den Vereinsgründungen und im Vereinsleben. Also man muss sehen, diese Kritik am Bürgertum, letztlich so etwas wie die abspringenden Bürger, das reicht von Marx Engels bis zu Adorno Horkheimer, würde ich mal sagen, der Typus der abspringenden Bürger. Der französische Historiker François Furet hat das ja dann den Selbsthass des Bürgers genannt, der seit dem 19. Jahrhundert hochkocht. Und dieser Selbsthass des Bürgertums, der Zweifel an der eigenen Lebensform und ob es diese bürgerliche Lebensform das gute Leben wirklich sein könne oder ob es nicht immer nur eine letztlich zu überwindende Lebensform ist. Diese Kritik, Radikalkritik an der bürgerlichen Gesellschaft verbindet sich dann mit den tatsächlich sich organisierenden Gegenkräften. Da ist natürlich vor allem die Arbeiterbewegung zu nennen. Mit ihren Gewerkschafts- und Arbeitervereinen. Ja, also durchaus aus der bürgerlichen Gesellschaft kommend, aber mit der Perspektive, sie als Arbeiter- und Gewerkschaftsvereine seien die Letztvereine. Danach, die würden gleichsam für eine Transformation, revolutionäre Transformation der Gesellschaft sorgen und danach gäbe es keine sozusagen Spontanität von Vereinsgründungen mehr. Das würde dann aufhören, weil man dann Solidaritätsvereine hat, Letztvereine, die alle Menschen integrieren können, alle Mitglieder einer Gesellschaft. Ja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert als Radikalkritik ist eine Kritik an der letztlich abstrakten Vergesellschaftung unter Verlust von Vergemeinschaftungsformen. Helmut Plessner hat ja dann Anfang des 20. Jahrhunderts, 1924, in einer Schrift Grenzen der Gemeinschaft, zur Kritik des sozialen Radikalismus sozusagen versucht, diese Radikalkritik als eine Doppelkritik, also ausgehend von der Tönnies-Unterscheidung Gemeinschaft und Gesellschaft, hat er gesagt, hier kommt es, und zwar hat Plessner das sozusagen auf den Punkt gebracht, zu einem Zeitpunkt nach 1917 der bolschewistischen Revolution,
im Sinne der kommunistischen Herstellung einer kommunistischen Gemeinschaft und etwas versetzt Mussolinis Marsch auf Rom der faschistischen Bewegung im Sinne der Konstitution einer Volksgemeinschaft, einer völkischen Gemeinschaft, wie man sagen könnte. Also zwei Alternativbewegungen, die als Doppelbewegung eine Radikalkritik an der bürgerlichen Vergesellschaftung sind, im Sinne der Gesellschaft, des abstrakten, der geldgesteuerten und geldvermittelten Gesellschaft, der unglaublich pluralen, was damals sozusagen negativ aufgefasst wurde, der pluralen und zersplitterten Vereinsgeselligkeiten, die alle etwas anderes fordern und verlangen, auch natürlich in der damaligen Form des Parlamentarismus vertreten sind und sich wechselseitig ihre Ansprüche als jeweilige Vereins- oder Parteigründung streitig machen. Und Plessner hat unterschieden sozusagen in seiner Schrift die Vertrautheitsgemeinschaft, also mehr affektive Solidarität hervorrufend und fordernd. Das gilt dann vor allem für die faschistischen und nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, moderne Projekte und auf der anderen Seite die rationalistischen Vernunftgemeinschaften, die gleichsam einen Plan für die Gesamtgesellschaft glauben, entwickeln zu können, in dem sich jede individuelle Aktivität und spontane Regung einführen kann. Und demgegenüber hat er versucht, sozusagen die Gesellschaft durch eigene indirekte Umgangsformen auszuzeichnen. Und man sagen würde, mit Takt und Diplomatie und Zeremonie und Prestige, das sind im Grunde dann Sozialkategorien bürgerlicher Vergesellschaftung. Ich will über den, also indem ich Plessner erwähne, will ich nur darauf aufmerksam machen, dass dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die bürgerliche Lebensform unter einem Doppeldruck, einer Doppelprovokation, einer Doppelherausforderung stand. Natürlich mit eigener Beteiligung der an abspringenden Bürgern. Denn auch das kommunistische Projekt wurde nicht von den Arbeitern, Industriearbeitern ausgeheckt, sondern von sozusagen abspringenden Trotzki und Lenin und so weiter, abspringenden Figuren aus dem Bürgertum, die gleichsam zur Sprachrohr der Industriearbeiterschaft wurden. Und auch die nationalistischen, volksgemeinschaftlichen, völkischen Projekte des Faschismus waren natürlich, kamen zustande unter aktiver Beteiligung der Repräsentanten aus dem Bürgertum. Also eine Figur für mich ist immer Ernst Jünger. Ja, dieser Krieger, also die faschistischen Volksgemeinschaften war ja vor allem eine Krieger, also machte die Kriegerfigur, nicht den Bürger als zivile Figur, sondern die Kriegerfigur stark. Und von Jünger stammt ja ein Buch 1932, Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt, wo er versucht, tatsächlich mit einem wirklich dezidierten antibürgerlichen Gestus die Verschmelzung des Industriearbeiters mit dem modernen Krieger als der zukünftigen Gestalt moderner Vergemeinschaftung herauszumalen. Meißel, nicht? Man sieht bei Jünger immer, wenn er sich später wieder verbürgerlicht und in die Schriftstellerlaufbahn mit seinen 100 Jahren sozusagen ausharrt, aber da sieht man so typisch an einer durchaus hochinteressanten Figur diese intellektuelle Stützung der Volksgemeinschaftsprojekte aus den Figuren der abspringenden Bürger. Man muss, also um das sozusagen zuzuspitzen, man muss ja dann sehen, diese nicht bürgerlichen, dezidiert nicht bürgerlichen, antibürgerlichen Gemeinschaftsprojekte der Moderne. Sie waren ja in dem Fall modern, beide waren modern, waren ja Projekte der Moderne. Insofern hilft es auch nicht, heute zu sagen, wir leben in der Moderne, denn auch die lebten in der Moderne.
das faschistische Projekt und das kommunistische Projekt. Es ist ja klar, es war die organisierte Moderne. Es war die organisierte Industrie, es war die entwickelte Wissenschaft, Naturwissenschaft. Es war das entwickelte Militär, es war die hochstehende Medizin. Es waren die Entwicklung von Massenmedien innerhalb dieser organisierten Moderne, nicht bürgerlichen Moderne. Also sozusagen viele Merkmale, die man immer der Moderne zuschreiben würde, waren realisiert in diesen beiden nicht bürgerlichen modernen Projekten. Und wenn man sich einmal vergegenwärtigt, 1940, also nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der Anzettelung des Zweiten Weltkrieges durch den Faschismus, 1940, wenn man sich Europa ansieht, dann würde man sagen, stand jede bürgerliche Vergesellschaftung und das Bürgertum insgesamt mit dem Rücken zur Wand. Man sieht ja dann nur noch die Schweiz, Großbritannien und vielleicht Schweden als bürgerliche Gesellschaften. Und alle anderen Gesellschaften, einschließlich Russlands oder der Sowjetunion, verfolgen nicht bürgerliche Strukturprinzipien der Vergemeinschaftung. Nicht? Insofern sieht man, und niemand wusste 1940, wie die Sache ausgeht. Wer hier sozusagen als Formationssieger vom Platz geht. Und insofern ist dieser Punkt, also dieser Zeitpunkt 1940, tatsächlich die Erfahrung, jetzt würde man sagen, des Bürgertums im 20. Jahrhundert, des europäischen Bürgertums, dass die bürgerliche Gesellschaft zwar möglich ist, 18. bis 19. Jahrhundert oder schon die hochmittelalterlichen Städte, aber nicht notwendig, geschichtsphilosophisch nicht notwendig. Ja, es kann andere Formationen, Gesellschaftsformationen der Moderne geben. Und insofern wird von dort her, also wenn man sich das nochmal ganz klar vor Augen führt, wird die Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft möglicherweise gegenwartsanalytisch hochinformativ. Ja, da würde man natürlich in jedem Fall festhalten, dass es sozusagen durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und durch die Entscheidung, letztlich durch die Koalition von bürgerlichen Gesellschaften wie der Vereinigten Staaten und Großbritannien auf der einen Seite und der nichtbürgerlichen Sowjetunion andererseits, also deren Kooperation, die ja dann auch schnell zerbrach, aber die zunächst dazu führte, dass der vollständige Untergang des Bürgertums und der bürgerlichen Vergesellschaftung aufgehalten wurde, gestoppt wurde. Ne? Zum Beispiel in Deutschland durch die Herstellung der Bundesrepublik Deutschland als den Weststaaten war ja eine Art Stopp des Untergangs und ein Wendepunkt, der sich selbst sozusagen ihrer Möglichkeiten und Lebensformen erneut vergewissernden bürgerlichen Vergesellschaftung, sowohl in der, vor allem natürlich in der Civil Society, in einem Verfassungsstaat, aber natürlich auch in der Reorganisation der kapitalistischen Bourgeoisie und dem erneuten Zulassen gleichsam der zivilen Individualisierungsfindungsmöglichkeiten. Es ist ja dann vor allem, darauf möchte ich mal aufmerksam machen, es ist ja dann man könnte sich fragen, was ist die adäquate Theorie, adäquate philosophische Theorie für die Wiederentdeckung des Bürgerlichen und der bürgerlichen Vergesellschaftung nach 1945. Da würde ich immer auf die Existenzphilosophie und den Existenzialismus blicken, als die damals dominierende Theorie. Das kam natürlich schon aus dem 19. Jahrhundert, Kierkegaard.
Und dann natürlich Heidegger und Jaspers, Ende der 20er Jahre, aber dann vor allem Sartre und Camus von Frankreich aus, ne, diese Impulse aufnehmend. Und Existenzialismus im Sinne einer philosophischen Deckung, eines unglaublichen Individualisierungsschubs der Subjekte moderner Gesellschaften, ja, die Rückfrage, bin ich nicht sozusagen, die jeder sich als existenzphilosophisch motiviert stellen sollte, bin ich nicht dem Mann, wie Heidegger sagte, verfallen? Mache ich nicht in den Gemeinschaftsprojekten einfach nur mit und überhaupt in der allgemeinen Vergesellschaftung? Was ist meine Individualität? Was ist sozusagen meine Möglichkeit? Die Möglichkeit meines, nicht meiner allgemeinen Subjektivität, sondern meiner Existenz, meiner unverwechselbaren, in meiner Lebensfrist, meine Begabung. Wie kann ich die entdecken? Wie kann ich die zur Geltung bringen? Also all diese von der Existenzphilosophie und dem Existenzialismus, französischen Existenzialismus, der ja auch dann sozusagen gekoppelt war mit kulturellen Szenen, führte zu einem Verbürgerlichungsschub in diesen westlichen Gesellschaften. Wichtig ist natürlich, dann blieb ja immer noch die Herausforderung, würde man sagen, nach der Überwindung der faschistischen Gemeinschaftsprojekte, der unglaublich opferfordernden militärischen Überwindung dieser faschistischen Projekte, blieb immer noch die Dauerherausforderung des sowjetisch-kommunistischen Projektes. Bis nach Deutschland hinein in der Gestalt der DDR, die ja so eine Art Frontstaat oder auch Schaufenster und außerdem durch ihre Theoriehintergründe mit Marx und Engels sozusagen der Ideenlieferant dieses Projektes war, blieb also diese Dauerherausforderung. Und insofern kann man jetzt sagen, ist 1989, kommt noch mal darauf zurück, auf den Anfang des Interviews, ist 1989 natürlich tatsächlich ein bedeutendes Ereignis hinsichtlich der Wiedergewinnung der bürgerlichen Gesellschaft, weil es hier, anders als 1945, wo der Faschismus kriegerisch überwunden wurde, von außen sozusagen durch den Widerstand und dann schließlich den Angriff der existierenden bürgerlichen Gesellschaften gegen das Dritte Reich und den italienischen Faschismus, kam es hier zu einem revolutionären Umbruch aus den modernen, nichtbürgerlichen Gemeinschaftsprojekten selbst, also dem sozialistisch-kommunistischen Projekt, was sich revolutionär verbürgerlicht hat. Und man kann, wenn man auf die drei Prinzipien zurückkommt, wie fand die Verbürgerlichung statt, revolutionär? Das Revolutionäre war die Herstellung des öffentlichen Raumes innerhalb kontrollierter sozialistischer Gesellschaft durch die Veranstaltung auch vom Marxismus aus gesehen, illegitimer Demonstrationen in den Städten. Die Besetzung des öffentlichen Raumes, noch ohne Mikrofone, sondern nur mit sozusagen Plakaten sich einander die Botschaften zeigend und es wagend in der Öffentlichkeit. Niemand wusste, wie es ausgeht, wie der sozialistische Staat zuschlagen wird, zurückschlagen wird. Der erste Schritt, dann die aus dieser Öffentlichkeit, wiederhergestellten Öffentlichkeit, gewagten Öffentlichkeit, also gleichsam den öffentlichen Raum der okzidentalen Stadt sich wieder aneignend. Dann die ersten Vereinsgründungen,
innerhalb der sozialistischen Projekte konnte es ja keine Vereinsgründungen geben. Es gab nur die herrschenden und bestehenden Organisationen der jeweils Einheitsparteien, der Kommunistischen Partei, die dann alle anderen Organisationen hervorbrachte. Aber es gab nicht die Möglichkeit, selbst spontan gestifteter Vereine und selbstverwalteter Vereine. Und insofern sind diese Gründungen, schon die Solidarność in Polen, die nicht-sozialistische Gewerkschaft, war eine illegale, vom polnischen Gesetzen her, und eine vom Marxismus aus gesehen illegitime Gründung. Und so natürlich auch in der DDR, die ersten sozusagen Vereinsgründungen, das Neue Forum, also illegale, illegitime Assoziationsgründung, gehört zur Wiederherstellung oder revolutionären Wiederherstellung von bürgerlicher Vergesellschaftung in sozialistischen Gesellschaften. Und dann natürlich die einsetzenden Individualisierungsprozesse, im Grunde auch revolutionär. Die Forderung, was war eine wesentliche Forderung 1989 während der Revolution von den Individuen aus? Reisefreiheit war eine ganz entscheidende Forderung. Und wofür stand diese Reisefreiheit? Wenn man das metaphorisch sieht, würde man sagen, Reisefreiheit war im Grunde die Freiheit, das war ja Passepartout, ein Teil für das Ganze. Das heißt, auch in andere Länder reisen zu können. Aber insgesamt war es eine Metapher dafür, existenziell die eigene Lebensreise bestimmen zu können. Reisefreiheit stand im Grunde für die Freiheit in Anspruch zu nehmen, die Reise des eigenen Lebens auch auf Risiko hin selbst bestimmen zu können. Also dieser existenzialistische Zug. Und dann sozusagen als, jetzt mal ganz unabhängig von den DDR-Verhältnissen, ich gehe mal auf die ostmitteleuropäischen Gesellschaften wie Polen und Ungarn und die Tschechei und Slowakei, die Wiederherstellung von Privateigentum. Also auch dieses, überhaupt die Restitution von Privateigentum als Voraussetzung kapitalistischer Unternehmungen, war also ein weiterer Baustein in der revolutionären Neuerfindung bürgerlicher Vergesellschaftung. Ja, das ist natürlich das eigentliche Ziel der soziologischen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie gegenwartsanalytisch Phänomene der Gegenwart im 21. Jahrhundert aufklären kann. Und zwar insgesamt ist natürlich der Anspruch, dass sie im Unterschied zu den Wimmelbegriffen, wie ich es etwas provokativ, polemisch sage, obwohl alle diese einzelnen gegenwartsdiagnostischen Ansätze natürlich Aspekte der Gegenwart berühren. Aber der Anspruch der soziologischen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft ist, einen wirklichen Treffer zu landen, hinsichtlich der Frage, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Also was macht langsam das Prinzip dieser Vergesellschaftung aus? Und ich betone noch einmal, die Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft wird eben unglaublich informativ. Insofern muss man innerhalb einer historischen Soziologie denken, wird unglaublich informativ vor dem Hintergrund der modernen Möglichkeit nicht-bürgerlicher Gemeinschaftsprojekte im 20. Jahrhundert. Also diese Erfahrung, die allen noch vor Augen steht. Dann wird der Vorschlag möglicherweise interessant und informativ im Sinne, es macht einen Unterschied. Es ist nicht einfach nur dahingesagt. Könnte es sein, dass wir alles insgesamt, alles in allem in der bürgerlichen Vergesellschaftung leben?
Und da gibt es sozusagen jetzt von den Anschlussthesen her zwei große Felder. Die erste These wäre die Gegenwartsgesellschaft als Massenvergesellschaftung zeichnet sich insgesamt aus durch eine Verbürgerlichung dieser Massengesellschaft, durch eine Verbürgerlichungstendenz. Das heißt nicht, dass sozusagen die Masse in der Massengesellschaft alle der bürgerlichen Lebensform folgen, dass es der Masse aber tendenziell natürlich über die Bildungsinstitutionen, aber auch sonst zugemutet wird, eine bürgerliche Lebensform zugemutet wird. Und die zweite große These wäre, insgesamt kommt es in der Weltgesellschaft zu einer Verbürgerlichung, wobei das auch nicht die These ist, die Weltgesellschaft sei insgesamt bürgerlich. Es gäbe eine bürgerliche Weltvergesellschaftung. Das wäre vollkommen vermessen oder unangemessen. Das ist zweifellos nicht so, sondern die These ist in dieser zweiten Dimension, es gibt seit 1989 eine Tendenz zur Verbürgerlichung der Weltgesellschaft insgesamt. Ich fasse gleich mal das Resultat zusammen von beiden Thesen. Ich hatte ja erwähnt, es wird häufig in der Reflexion auf Bürgerlichkeit, Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft erwähnt, dass das 19. Jahrhundert gleichsam das bürgerliche Zeitalter gewesen ist. Dann stellt es sich so dar, das 19. Jahrhundert war die Hochzeit des Bürgertums und der bürgerlichen Vergesellschaftung. Und jetzt, in der Gegenwart, leben wir alles in allem in einer nachbürgerlichen Gesellschaft, die keine bürgerlichen Züge mehr hat. Und ich drehe gleichsam diese Erzählung in der These um, indem ich sage, das 19. Jahrhundert war zweifellos ein bürgerliches Zeitalter, prominent im Sinne der Repräsentation. Aber es war doch letztlich das Bürgertum und die bürgerlichen Züge waren doch nur ein kleiner Teil der Gesamtvergesellschaftung, wenn man an die Bauernschaft, die Massen, die Bauern in ihren Massen und die Industriearbeiterschaft denkt. Oder auch an Soldaten, die ganzen Kriegerheere, die sich im 19. Jahrhundert sozusagen herausgebildet und herausgeschult wurden. Ja, die soldatische Lebensform ist ja keine bürgerliche Lebensform. Und demgegenüber, also das 19. Jahrhundert war repräsentativ ein bürgerliches Zeitalter, aber schon, wie erwähnt, in Krise und der Kritik unterliegend. Und demgegenüber ist die Gegenwartsgesellschaft als Massengesellschaft im 21. Jahrhundert, aber auch die Weltgesellschaft im Grunde die Epoche der bürgerlichen Gesellschaft par excellence. Wenn es überhaupt eine bürgerliche Epoche der Weltgeschichte gegeben hat, ob sie dauert oder nicht, dann ist es die Gegenwart. Das ist die eigentlich starke These, sowohl in der Massengesellschaft wie in der Weltgesellschaft. Immer vor dem Hintergrund, dass es die Erfahrung der Moderne ist, dass es nichtbürgerliche, antibürgerliche Gemeinschaftsprojekte gegeben hat und geben kann. Das ist die bürgerliche Gesellschaft nach ihrer Kontingenzerfahrung. Also, dass sie nicht geschichtsphilosophisch notwendig ist. Aber sie muss eben auch nicht geschichtsphilosophisch notwendig untergehen.
Und jetzt ist eigentlich im Grunde die Kunst der soziologischen Theorie, die Kunst der Analyse der soziologischen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, diese Züge bürgerlicher Vergesellschaftung, die ich historisch aufgeführt habe und sozusagen in diesen drei Prinzipien unterscheide und zusammenführe, die Kunst in den Gegenwartsphänomenen, in verschiedenen Gegenwartsphänomenen, in verschiedenen Feldern bürgerliche Strukturzüge aufzudecken, aufzuklären. Das ist die Aufklärung, also die eigentliche Aufklärungsleistung dieser Theorie. Und wenn man zum Beispiel auf das Prinzip des Kapitalismus und der Bourgeoisie geht, dann würde man sagen, ja, im 19. Jahrhundert waren natürlich nur wenigen Teilen der Bevölkerung überhaupt die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel den Frauen im Prinzip nur durch Heirat die Möglichkeit gegeben, zur Bourgeoisie zu gehören. Heute können Frauen selbstständig Unternehmerin sein und sich und selbstständig die Bourgeoisie auffüllen und aufmischen. Und insofern ist die These, die bürgerliche Lebensform wird in der Massengesellschaft eigentlich prinzipiell allen Mitgliedern der Gesellschaft zugemutet, auch wenn alle, nicht alle das realisieren können aus ihren Voraussetzungen, aber die Tendenz dazu ist da. Man sieht das im Grunde an der Zumutung, also an diesen Begriffen, die ja von einer marxistisch und poststrukturalistischen Theorie, ich denke da an Ulrich Bröckling, immer etwas polemisch aufbereitet werden, wie das unternehmerische Selbst oder der Begriff der Ich-AG. Man sozusagen sich, wo man gleich Kapitalismus kritisch sozusagen sagen will, seht, so weit ist das gekommen mit der, mit dem Verfall, es dringt gleichsam in die Subjekte. Da würde ich umdrehen von der Theorie der bürgerlichen Vergesellschaftung aus, kann man sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Form der Vergesellschaftung, wo tendenziell allen zugemutet wird, für das eigene Leben zu sorgen, in welcher Form auch immer. Also die eigene Vorsorge, die eigenen Lebensversicherungen, die Lebensversicherung zum Beispiel, eine Lebensversicherung abzuschließen, ist im Begriff des kleinen Bourgeois, der in eine Lebensversicherung investiert. Oder ein eigenes Unternehmen, kleines Unternehmen, ein Geschäft zu gründen und möglicherweise damit zu expandieren, wenn es möglich ist, sogar eine Kette von Geschäften zu gründen und dergleichen. Was wichtig ist dabei, jetzt, das ist gar kein, also auf gar keinen Fall ein Postulat, es ist aber auch nicht, die Theorie der bürgerlichen Gesellschaft ist eben nicht vom Ansatz her eine kritische Theorie, sondern sie ist eine deskriptive, explanative Theorie. Sie versucht es zu erklären und versucht sozusagen aufzuzeigen, was damit verknüpft ist. Es ist die Verwandlung tendenziell jedes Mitgliedes, jedes Mannes, jeder Frau in einen kleinen Bourgeois mit dem Risiko des Scheiterns, des Bankrottes. Ja, die bürgerliche Gesellschaft ist ja nichts Harmloses, sondern sie hat, sie ist, das macht ja auch die Kritik an ihr aus, sie ist grundsätzlich von Risiken gekennzeichnet. Nicht etwa nur die große Krise einer der ökologischen Folgen sozusagen des eigenen Wirtschaftens, sondern es ist grundsätzlich eine riskante Lebensform, auf Risiko abgestellte Lebensform. Deshalb auch meine Begriffsbildung. Ja, 1989 ist eben der Übergang von sozialistischen Sicherheitsgesellschaften in bürgerliche Risikogesellschaften. Man kann eben in der bürgerlichen Lebensform scheitern. Und der finanzieller Ausdruck ist eben die Verschuldung. Um es nochmal anders zu sagen, weder in Volksgemeinschaftsprojekten noch in sozialistischen Sicherheitsgesellschaften ist vorgesehen eine Verschuldung der Mitglieder der Gesellschaft.
Ich will vielleicht zunächst noch ergänzen, das Prinzip der Marktvergesellschaftung als ein Prinzip der bürgerlichen Vergesellschaftung und des Konsums. Man sagt ja, es ist eine Konsumgesellschaft. Ja, es ist eine Konsumgesellschaft. Das ist überhaupt nichts Neues für den Kapitalismus. Das hat nur Marx übersehen. Aber zum Beispiel nicht eine Figur wie Werner Sombart als großer Kapitalismusforscher. Eine Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Mit seinem Buch Luxusliebe und Kapitalismus, da hatte er schon die Idee, dass der Ursprung des Kapitalismus liegt an dem Konsumbegehren, an dem Begehren, nicht den Bedürfnissen, sondern an dem endlosen Begehren der europäischen Höfe, der Mätressen und an den Oberschichten der europäischen Städte. Ja, dass man sagt, am Anfang des Kapitalismus steht der Konsum. Am Anfang des Kapitalismus steht nicht sozusagen das Streben nach der Profitrate desjenigen, der investiert, sondern am Anfang steht immer das sich äußernde Begehren der Konsumenten, der potenziellen Konsumenten. Und für die entwickeln die Kapitalisten gleichsam Angebote und riskieren Angebote, denn damit können sie auch wiederum scheitern, dass das Angebot nicht angenommen wird. Insofern würde ich immer so eine von der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft immer überhaupt die ganze Kapitalismustheorie umstellen. Das Primat innerhalb des Kapitalismus haben nicht die Produzenten, das Primat haben von Beginn an die Konsumenten. Die Konsumenten bis in die Gegenwartsgesellschaft als Massen jagen und hetzen in gewisser Weise das Kapital vor sich hin mit ihrem Begehren in die und die Wünsche. Die und die Bestrebungen zu investieren und damit dann möglicherweise einen Gewinn zu machen. Also das nur als Ergänzung dieses sozusagen der Verbürgerlichung der Massengesellschaft in der ökonomischen Sphäre. Ein ganz anderes Feld ist natürlich, sind die Massenmedien. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ja, die bürgerliche Gesellschaft war sozusagen eine in sich zirkulierende Öffentlichkeit und heute haben wir die Massenmedien. Das war eben schon und die sind nicht bürgerlich. Das war eben schon die These von Habermas 1960 in seiner Habilitation. Nicht? Der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist ein Verfall von der bürgerlichen Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts, der aufgeklärten, vernünftigen, resonierenden Öffentlichkeit hin zu einer massenmedial konform, auf Konformität setzenden massenmedialen Öffentlichkeit. Und demgegenüber müsste ja der Ehrgeiz darin bestehen, die Ambition von der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, bürgerliche Umgangsformen in den Massenmedien nachzuweisen. Da würde man natürlich immer kommen, ist nicht überhaupt ein großer Teil der Massenmedien. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Spielfilmen, von der Filmproduktion im 20. Jahrhundert, ist nicht ein großer Anteil, bewegt sich nicht ein großer Anteil in den Massenmedien, in bürgerlichen Vergesellschaftungen entlang bürgerlicher Umgangsformen, zum Beispiel der Geselligkeit. Ja, die Geselligkeit, die Simmel ja ins Zentrum der Soziologie gerückt hat, mit ihren Umgangsformen. Simmel hat ja von der Geselligkeit in bestimmten Zirkeln gleichsam als einer protodemokratischen Umgangsform gesprochen. Geselligkeit heißt ja immer, es sind Zeiträume, also ein Raum, der Salon zunächst und dann ein Zeitraum, ein Abend vielleicht, wo bestimmte Spielregeln gelten. Es kommt zum Beispiel nicht darauf an, was jemand für eine berufliche Stellung hat. Und es kommt auch, soll nicht darauf ankommen, was er für private Probleme hat. Sondern es bewegt sich in der Zwischenzone, die Geselligkeit, sich zu unterhalten über möglichst viele verschiedene Themen und möglichst viele verschiedene Personen mit ihren spontanen Beiträgen
einzubeziehen durch taktvolles Umgang, jemanden vorstellen, jemanden zum Sprechen bringen, jemanden zu einem Einwand auffordern und dergleichen. Ja, also diese Geselligkeitsformen, die, wie gesagt, Georg Simmel, man sagt auch einen Klassiker der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, ins Zentrum der Vergesellschaftung gerückt hat. Und da würde man sagen, ja, man findet tatsächlich diese Geselligkeitsform nicht nur innerhalb der Quiz-Shows als sozusagen auf Fragen im Wettbewerb die richtige Antwort zu treffen, sondern natürlich in allem, was man Talkshows nennt. Von der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft aus sind Talkshows in Massenmedien überhaupt nichts Neues, sondern es ist nur ein Auftreten einer bürgerlichen Kommunikationsform innerhalb einer von Massenmedien, dass nämlich verschiedene Gäste, möglichst verschiedene, mit verschiedenen Perspektiven, sind eingeladen und sollen dann in bestimmten Talkshows entweder zu verschiedenen Themen sich äußern oder zu jeweils einem Thema. Also das ist zum Beispiel wäre sozusagen ein Beispiel für die bürgerlichen Umgangsformen in den Massenmedien der Gegenwartsgesellschaft. Ich will noch ein anderes erwähnen, was sich eigentlich sehr gut interpretieren lässt von der Theorie bürgerlicher Gesellschaft. Das ist das Phänomen Wikipedia im Internet, wo man sagen würde, ja, natürlich kann man sich immer konzentrieren bezogen auf die ganze digitale Umstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse an den großen, tatsächlich unternehmerischen Gründungen wie Microsoft und Amazon und dergleichen. Aber das sind unternehmerische Gründungen. Aber ich kann mit einer Kapitalismustheorie nicht das Wikipedia-Phänomen erklären. Dazu brauche ich nämlich das Prinzip der Civil Society. Wikipedia ist zwar initiativ, wie oft Vereine, von einer Person ins Leben gerufen worden, aber es existiert nicht als eine Unternehmung, sondern existiert als eine Art Assoziation, zivile Assoziation von freiwilligen Mitgliedern, die sozusagen durch ihre Beiträge das französische Projekt der Enzyklopädie aus dem 18. Jahrhundert wieder aufleben lassen. Natürlich dann im Zuge der sozusagen Ausdehnung dieses zivilgesellschaftlichen Projektes mit Organisationen, mit Hierarchien und so weiter, aber dann alles wie ein Verein. Es gibt eine Satzung, man kann in den Verein eintreten, Wikipedia-Verein, man kann mitmachen, man kann Mitverantwortung übernehmen und dergleichen. Aber vor allem ist entscheidend, dass es nur funktioniert unter der Beteiligung der jeweiligen freiwilligen Beteiligung, spontanen Beteiligung mit eigenen Beiträgen und Artikeln der an dem Projekt Interessierten. Also das scheint mir, wo man ganz deutlich augenfällig sehen kann, eine Fortsetzung bürgerlicher Vergesellschaftung im Feld des Wissens, der Wissensordnung, Diskursordnung nach bürgerlichen Prinzipien. Wenn man kann gleichsam aussichtsreich mit der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft als gegenwartsanalytische Absicht ein weiteres Phänomen in den Blick nehmen, in den Blick bekommen. Ich meine damit die Stadt, die ganz konkrete Stadt, also die Wiederkehr oder die Aufrechterhaltung der okzidentalen Stadt. Und damit meine ich als Stadtraum. Als baulich, baukörperlicher Stadtraum. Aus den Häusern und aus den Plätzen, also aus den Privaträumen und den öffentlichen Plätzen. Das ist in gewisser Weise ein Gegenzug zur These, wir würden in der digitalen Welt
allein in der digitalen Welt leben und in massenmedialen Verhältnissen. Da muss man doch immer sehen, dass von der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft her möglich ist zu sehen, dass wir ganz konkret als körperliche Personen verkörpern, uns verkörpernde Personen in konkreten Anschauungsräumen leben und dort einander begegnen. Also einfach in Siedlungen. Und die Siedlungen, die sozusagen natürlich da hervorstechen, sind die Städte. Die kleinen Städte, die mittleren Städte und die Großstädte, aber überhaupt das Prinzip der Städte. Und auffällig ist in der Gegenwart ein sich kümmern um diese Städte, ein immer erneutes sich kümmern um die Innenstädte. Also das ist der sogenannte Rekonstruktivismus. Warum, obwohl es das Bauhaus im 20. Jahrhundert gab und das Bauhaus war ja ein Versuch, aus den bestehenden okzidentalen Städten mit den modernen Baukörpern auszuziehen, deshalb ja auch diese Schifffahrtsarchitektur der weißen Gebäude, die gleichsam in die Zukunft starten. Oder Le Corbusier, jetzt immer der Klassiker dieses Bauhaus, Städtebaus, wollte ja Paris abräumen, die Stadt, die da war, und sozusagen einen vollkommen neuen Urbanitätsplan entwickeln im Bauhausstil. Und demgegenüber ist interessant, diese öffentliche Zuwendung, also das würde man auch sagen, schon seit 30, 40 Jahren, kann man vor allem im deutschsprachigen Raum beobachten, zu einer gewissen Wiederherstellung von baulichen Zügen der okzidentalen Städte. Auffällig ist das, da ich ja in Dresden seit 20 Jahren lebe, ist auffällig dieses unglaublich staunenerregende Wiederaufbau der Frau, nicht nur der Frauenkirche, der im Krieg zerstörten Frauenkirche, sondern eines ganzen Areals um die Frauenkirche, sodass im Grunde die okzidentale Stadt, die Frauenkirche ist ja auch keine Kirche des Hofes gewesen, sondern tatsächlich eine Bürgerkirche, und so dass um die, dass das ganze Areal die okzidentale Stadt wieder erlebbar macht, erfahrbar macht. Und das hat ja nicht nur sozusagen Folgen gehabt für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses, der Rekonstruktion der Stadtmitte in Berlin, sondern vor allem auffällig war dieses Phänomen in Frankfurt am Main, also in der modernsten deutschen Stadt mit ihren Hochhäuser-Konkurrenzen, also wirklich mit einer Skyline von modernen Hochhausbauten, warum in dieser Stadt ein unglaublicher Wert darauf gelegt wurde, mitten im Zentrum modernste Gebäude abzureißen und eine Altstadt zu rekonstruieren mit einem unglaublichen handwerklichen Aufwand. Man könnte noch Potsdam erwähnen und dergleichen. Und meine These aus der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft ist, man kann natürlich das immer auch belächeln, man kann es kritisieren, man kann sagen, das ist Hollywood-Architektur, das ist Disneyland, ja. Das gehört zur Kulturindustrie. Also es würde einem verschiedene Theoreme einfallen. Aber ich glaube, die treffen nicht den Punkt. Und wenn man von der Theorie, also den Punkt derjenigen, die daran beteiligt sind und die sowohl als die Rekonstrukteure wie auch als diejenigen, die das genießen, diese neu aufgebauten Areale mitten in der Stadt, man kann das sehr gut von der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft interpretieren, wenn man sagt, ja, das ist ein sich zurückbeugen der bürgerlichen Gesellschaft, die ihre Kontingenz- und Zerstörungserfahrung im 20. Jahrhundert gemacht hat. Es ist ein sich zurückbeugen des Bürgertums auf seinen Ursprung in der okzidentalen Stadt. Ja, und von dort her wird es sinnfällig, warum diese Rekonstruktionen stattfinden. Ich will es noch ergänzen. Das wäre sozusagen der Rekonstruktivismus-Gedanke.
oder das Interpretament zum Rekonstruktivismus okzidentaler Städte mitten in der Moderne. Ein weiteres Phänomen, was ich hier mit einbringen will und mit der konkreten Stadt verknüpfen will, sind die zivilgesellschaftlichen Assoziationen, die sich zwar auch, kann man sagen, digital abspielen und die Digitalität und digitalen Medien, das Internet und alle möglichen digitalen Kommunikationsnetze ein unglaublich nicht mehr wegzudenkendes Vermittlungsmedium für zivilgesellschaftliche Bewegung, aber auffällig ist, dass sie sich immer konkretisieren in den Demonstrationen in den jeweiligen Städten. Das gilt ja schon für die, wenn man mal an die, überhaupt noch mal auf das Assoziationsprinzip in der Massengesellschaft zurückkommt. Ja, die ganz bedeutenden Assoziationen in der modernen bürgerlichen Vergesellschaftung seit den letzten 30, 40 Jahren, neue Assoziationen, ich denke hier vor allem natürlich an die grüne Bewegung, an die ökologische Bewegung, an die Atomkraftbewegung, aber insgesamt überhaupt eine ökologische Bewegung, die natürlich in immer erneuten Demonstrationen vor Ort konkret die jeweilige Assoziation und das Ziel dieser Assoziation sichtbar zu machen sucht, unter Einsatz auch ihres, unter körperlichem Einsatz, unter dem Risiko der Verletzbarkeit. Und ich denke natürlich auch so an so etwas, wenn man das zu ergänzen. Man muss ja immer sehen, nochmal im Sinne der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, Deutung von Gegenwartsphänomenen gewandt und kontrastiv zu einer Kapitalismustheorie, einer marxistischen Kapitalismustheorie. Man kann ja den bundesrepublikanischen Ausstieg aus der Atomkraft, also aus einer sozusagen funktionierenden Energieform, die weltweit eingesetzt und weitergebaut wird, nicht aus einem Kapitalismusprinzip erklären. Ja, warum gibt diese Kapitalfraktion, die gibt ja nicht von sich aus auf, die Aktionäre oder das Kapital, was darin investiert hat, sondern es war erzwungen. Letztlich durch eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die dann durch das Unglück in Fukushima zum richtigen Zeitpunkt die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat und sozusagen den Ausstieg tatsächlich vollzogen hat. Also da sieht man mal noch mal an etwas ganz, an einem ganz zentralen Phänomen, gerade der Ökonomie oder der Energieversorgung der Gesellschaft, dass man sozusagen so eine komplexe, komplette Theorie der bürgerlichen Gesellschaft braucht, um Phänomene zu erklären. Natürlich Friday for Future, ja, wo man sagen würde, das ist ja Inbegriff einer bürgerlichen Assoziation. Das sind ja lauter Gymnasiasten. Ja, die Stichwortgeberin Thunberg kommt aus so einer bürgerlichen Familie, wo das überhaupt in der Familienzusammenhang wirklich war, eine solche Initiative privat zu entwickeln und das entsprechende Kind, die Tochter zu stützen und so weiter. Also typische bürgerliche Lebensform. Ich will noch eine vielleicht herausfordernde analytische Möglichkeit der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft für die Gegenwart zeigen. Das betrifft die Frauenemanzipation in einem weitesten Sinn. Natürlich waren die Frauen immer schon zentrale Mitträgerinnen der bürgerlichen Gesellschaft über die Familien, wobei sie und natürlich als Konsumentin, das darf man nie unterschlagen. Ne? Natürlich waren sie nicht berufstätig, aber sie waren Konsumentinnen.
Sie hatten diese Journale für Luxus und Moden, nicht? Schon die Frau von Goethe blätterte ja nicht in seinen Werken, sondern blätterte in diesen Journalen und war sehr auf Schmuck und so weiter und alles, was das Leben verschönert, Kleidung. Aber das betraf nicht nur sie. Also insofern waren die Frauen bedeutende Konsumentinnen von Beginn an der bürgerlichen Gesellschaft, schon in den okzidentalen Städten. Sie gingen ja zum Markt. Und sie waren auch dann im 18. Jahrhundert, das darf man, muss man auch immer erwähnen, sie waren ja auch die bedeutenden Leserinnen. Die Männer hatten gar nicht die Zeit, diese ganzen Romane zu lesen, die damals, die Frauen hatten eine Lesewut, wie das damals genannt wurde. Und insofern waren sie also schon auch bedeutende Mitträgerinnen. Auf sie hin wurden ganze Romane und Literatur geschrieben. Lyrik und die großen Romane, englischen Romane. Also alles, was bei den Bronte Sisters auftaucht, nicht? Die dann in die Situation kamen, auch selbst solche Romane zu schreiben. Aber trotzdem ist das natürlich, kann man sagen, man könnte ja einmal sagen, ja, das ist doch ein enormer Bruch. Man kann doch nicht mehr von der bürgerlichen Gesellschaft sprechen, wenn jetzt die Frauenemanzipation sich so massiv in der Massengesellschaft vollzogen hat, vollzogen hat und durchgesetzt hat und immer noch sozusagen auf diesem Weg ist, der sozusagen des Erkämpfens der Beteiligung von Frauen an der gegenwärtigen Vergesellschaftung. Da würde man von der Theorie der bürgerlichen Gesellschaft auf zwei Sachen aufmerksam machen. Erstens ist natürlich diese ganze Frauenemanzipation vollzieht sich natürlich über die Civil Society von bürgerlichen Assoziationen, von den Frauenvereinen im 19. Jahrhundert. Ja, die Frauenbewegung, jede Bewegung organisiert sich letztlich dann oder gestaltet sich in Vereinen. Das gilt dann vor allem für die Frauenvereine Vereine und deren Engagement im Kampf um die Frauenrechte, um den Zugang zu allen möglichen Sphären, Bildungssphären, Bildungsinstitutionen, Gymnasien, den Universitäten und dergleichen. Und natürlich zu allen beruflichen Möglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten überhaupt. Also erstens würde man erwähnen, dass die Frauenemanzipation sich in der bürgerlichen Form, es gab natürlich auch sozialistische Assoziationen, das ist klar, aber letztlich waren dann die Frauenbewegungen in dem sozialistischen Projekt, zum Beispiel in der DDR, natürlich innerhalb der kommunistischen Partei integriert und es konnte keine weiteren feministischen Vereine in so etwas wie in der DDR geben, weil es eben keine weiteren Vereine außerhalb der sozialistischen Assoziationen vorgesehen waren. Und zweitens würde man sagen, ja, das ist vollkommen richtig, dass die Frauen das Bild der Gegenwartsgesellschaft mit bestimmen. Ich habe mir die Formel geprägt, die Frauen heute stehen auf den Balkonen der Gesellschaft, deren Karyatiden sie zugleich bilden, also Karyatiden als diese Säulenfiguren, die zwischen den Balkonen in einem Haus stehen. Ja, die Frauen tragen die Gegenwartsgesellschaft und sie stellen sie zugleich aus. Aber worauf es ankommt, ist, das ist eine enorme Bereicherung der bürgerlichen Gesellschaft. Ich würde sogar sagen, es handelt sich um die Frauenemanzipation. So wie sie sich vollzieht und gegenwärtig vollzieht, ist die bedeutendste Selbstaffirmation der Prinzipien bürgerlicher Vergesellschaftung. Ja, dadurch wird sie wirklich massenhaft, aber zugleich an den Prinzipien der bürgerlichen Vergesellschaftung ändert die Frauenemanzipation gar nichts. Ja,
Sie werden Unternehmerin und halten das Prinzip der Bourgeoisie aufrecht. Sie erfrischen es geradezu. Sie mischen es auf. Sie gründen sozusagen neue Assoziationen. Das liegt ja vor allem darin, dass Sie als Anwältinnen, also überhaupt in das Rechtssystem, natürlich stark eingedrungen sind und es sich angeeignet haben. Und insofern sind Sie als Anwältin unterwegs. Ich denke hier an Kamala Harris zum Beispiel, ja, typisch eine Jura-ausgebildete Anwältin. Andererseits tauchen sie eben in den Medien auf. Ich denke da an Oprah Winfrey zum Beispiel, weltgesellschaftlich gesehen. Ja, und insofern kann man sehr gut die Frauenemanzipation von einer Theorie bürgerlicher Gesellschaft aufklären, als eine Tendenz der Massenvergesellschaftung, auch der Weltvergesellschaftung. Und zugleich sehen, dass es nichts ändert an den durchgehaltenen Prinzipien bürgerlicher Vergesellschaftung. Ich wollte vorweg noch etwas erwähnen, genau, bezogen auf Massengesellschaft. Dass man auch das ganze Phänomen der Diversität, also die sich vor allem als geschlechtliche Diversität zunächst manifestiert, auch zivilgesellschaftlich und in natürlich jeweiligen Individualisierungen, Lebensentwürfen, dass man das vom Prinzip der bürgerlichen Vergesellschaftung her erklären kann. Es folgt in gewisser Weise diesem Bildungsprinzip, dem Individualisierungsprinzip, ja in gewisser Weise dem Existenzialisierungsprinzip der bürgerlichen Vergesellschaftung im Sinne, ich hatte ja mal angefangen, vom sozusagen christlich-protestantischen der Frage, schon in den okzidentalen Städten, habe ich einen gnädigen Gott, habe ich mit der Frage, was ist denn meine Bestimmung? Kann ich meine Bestimmung, verfehle ich meine Bestimmung? Verfehle ich die oder werde ich dem gerecht? Habe ich das richtige Outcome? Ja, komme ich richtig heraus in dem, was ich eigentlich bin? Dass damit sich auch das Phänomen der Diversität als einem wirklich brisanten, provokativen, aber zugleich äußerst wichtigen, relevanten Gegenwartsphänomen aufklären lässt. Nicht? Diese, ich hatte ja Wilhelm Meister schon erwähnt, diese Maxime, diese bürgerliche, bildungsbürgerliche Maxime, mich ganz auszuführen, so wie ich da bin. Ja? Mich zur Erscheinung bringen, in dem, was ich bin, was meine Anlage ist. Das kann man mal auch sehr gut, damit kann man sehr gut interpretieren, die Lesben, Schwulen, Queer, Bewegungen, Transbewegungen, ja, auf dieser Suche nach der jeweils eigenen, eigensten Identität und dem Verlangen, das in der Öffentlichkeit bestätigt zu bekommen. Ja, das folgt eindeutig dem Individualisierungs- und Bildungsprinzip, der Verbürgerlichung. Ja, auch das, dieses Prinzip, ich will damit sagen, das Prinzip der Diversität ist unglaublich wichtig für diejenigen, die es in Anspruch nehmen und zur Geltung bringen wollen. Aber es ändert es, und so wäre es, um es nochmal kontrastiv zu sagen, das ist natürlich völlig ausgeschlossen, so eine Diversitätsforderung und Erscheinung innerhalb faschistischer Gemeinschaftsprojekte wie sozialistischer Gemeinschaftsprojekte. Ja, das konnte es in diesem Maße überhaupt nicht geben. So konnte man sich nicht zur Geltung geben, bringen. Also das spricht noch einmal für das bürgerliche Prinzip des sich in seiner Individualität
existenziell zur Geltung bringen und markiert zugleich, dass das an dem Prinzip der bürgerlichen Fälle ist. Die Diversität ändert nichts an diesem Prinzip. Und ich wollte noch erwähnen, das Migrationsphänomen als ein Gegenwartsphänomen, also die weltweiten Wanderungen, wobei die Wanderungen natürlich komplex sind und in verschiedenste, von einer Gesellschaft verschiedenste andere Gesellschaften gehen, teilweise Europa und die USA gar nicht berühren, aber das ist eben doch auffällig, dass sozusagen die Sehnsuchtsorte von Migranten aus verschiedenen Kontinenten sind offensichtlich die europäische Vergesellschaftung und die nordamerikanische Vergesellschaftung, also die in Amerika, die Wanderung von Süden nach Norden. Und das könnte man möglicherweise auch aufklären. Es wäre vielleicht etwas zu zynisch, mal zu sagen, ja, die Hinsicht der Motive der Migranten und Migrantinnen, ja, die streben nur nach Wohlstand. Also das ist sozusagen die materielle Lebensverbesserung. Und dann kommt man vielleicht hier auf die Sozialleistungen, die in den Sozialversicherungssystemen ihnen zur Verfügung gestellt werden. Aber ich meine, das wäre zu unterkomplex. Ganz offensichtlich handelt es sich ja, es ist ja eine Vertrautheit dieser Migranten und Migrantinnen, massenmedial vermittelt, über weltweit die Spielfilme aus europäischen und Fernsehserien oder überhaupt Serien aus dem amerikanischen und europäischen Raum, die bürgerliche Lebensformen vermitteln. Und ich glaube, und zwar in ihrer Komplexität, einschließlich der Individualisierung, natürlich Wohlstandsmöglichkeit, aber die Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch die Individualisierungsformen, dass sich entpuppen können in dem Eigensten, was man ist, aber natürlich auch dieses sich assoziieren können mit denjenigen, die gleiche Interessen haben und spontane Vereinsbildungen ermöglichen. Und insofern würde ich sagen, es handelt sich, wie würde man diese Sehnsuchtsorte der Migranten umschreiben? Es handelt sich alles in allem um die bürgerliche Vergesellschaftung als Sehnsuchtsort derjenigen, die bisher diese bürgerliche Lebensform so für sich in den Gesellschaften, aus denen sie kommen, nicht in Anspruch nehmen können. Hinsichtlich der Verbürgerlichung der Weltgesellschaft in der Gegenwart würde man natürlich zunächst darauf aufmerksam machen, dass bürgerliche Gesellschaften alles in allem zunächst nationalstaatliche Gesellschaften sind. Ja, der Nationalstaat ist gleichsam der Großverein, der jeweilige Großverein einer bürgerlichen Vergesellschaftung mit Verfassung und dergleichen. Das ist das Auffällige natürlich zunächst auch im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und doch würde man dann sagen, würde man vielleicht nochmal auf 1940, diese Schockerfahrung von 1940 mit dem möglichen Untergang und Verschwinden des Gesamtbürgertums und der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt, ich meine, das war ja ein Angriff auf Großbritannien durch den Nationalsozialismus, da würde man zunächst sagen, es ist eben die Erfahrung dieser Kontingenzerfahrung der bürgerlichen Vergesellschaftung in ihren verschiedenen Nationalstaaten, zunächst in Europa, dass die nationalstaatliche Fassung von bürgerlicher Vergesellschaftung allein nicht mehr ihren Schutz gewährleisten kann. Und das ist deshalb zur Tendenz, das prominenteste Beispiel ist natürlich die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft zunächst, die sich aus 6 Staaten, also unter Einbeziehung dann Italien und der Westdeutschland als wiederhergestellter bürgerlicher Gesellschaften vollzieht,
ganz deutlich, ja, wo man es sehen würde, das kann man bis ins Personal von Adenauer und Schumann, also der französischen maßgebenden Person und dem belgischen und italienischen, alles aus dem Bürgertum stammende Politiker, die gleichsam hier eine Konsequenz gezogen haben hinsichtlich einer Integration, jetzt würde ich sagen, von bürgerlichen Gesellschaften. Die Europäische Union lässt sich nur interpretieren als ein Integrationsprojekt, als ein Integrations- und letztlich auch Schutzprojekt von Bürgertümern, würde ich mal sagen, nicht mehr miteinander sich zerfleischen und bekämpfen, sondern die Ressourcen zusammenlegen und koordinieren und zunächst Rivalitäten ausräumen. Das ist ja unheimlich wichtig zwischen den Nationen, im Wirtschaftssektor, im Energiesektor. Das ist ja zuerst die Vergemeinschaftung von Kohle- und Stahlindustrie, ja, dass man dort sozusagen verbindliche Absprachen trifft. Also insgesamt sehe ich die Tendenz, da beginnen transnationale ja, Vereine. Die Europäische Union ist sozusagen ein Großverein von schon bestehenden Großvereinen, eine Integration, ja, als Assoziation. Eine Großverbürgerlichung und dann in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und dann natürlich mit der Tendenz der, nicht der Ausdehnung, es war ja nicht imperial, sondern der Einladung, ne? Da muss man auch sagen, die ganze Erweiterung, die Erweiterung der Europäischen Union ist ja ein Beleg, wenn man einmal davon ausgeht, das waren am Anfang bürgerliche Gesellschaften und die Erweiterung, die ganzen Erweiterungsrunden, die Süderweiterung und dann Osterweiterung und Norderweiterung sind ja ein Beleg für die offensichtliche Attraktivität und Faszination der bürgerlichen Lebensformen. Wenn man noch eine transnationale Vergesellschaftung der Bürgertümer erwähnen würde, würde ich gerade nicht auf die UNO kommen. Da würden immer viele sagen, ja, wo bleibt denn die UNO? Da würde ich sagen, nein, das ist gerade kein bürgerlicher Verein, weil in der UNO-Gründung von vornherein die Sowjetunion und China mit dabei waren und damit waren zwei nichtbürgerliche Projekte maßgebend bis zum Vetorecht an der Gründung der UNO beteiligt. Insofern ist das kein bürgerlicher Verein. Es ist sozusagen eine schon, wo sich gegnerische und auch heute noch in der UNO sind, unterschiedlichste Gesellschaftsmodelle repräsentiert. Wenn es einen bürgerlichen Großverein über die EU hinaus gibt, ist es vielleicht die OECD, das könnte man sagen, auch als sozusagen Feld der Ökonomie, aber vor allem die NATO. Und man sagen würde, die NATO ist natürlich tatsächlich ergänzend und überbrückend zur Europäischen Union offensichtlich ein Großversuch von jetzt nordamerikanischen und europäischen Bürgertümern, einen sich bewaffnenden Schutzverbund zu bilden, nicht? Angesichts der damaligen Herausforderung des nichtbürgerlichen Projektes der kommunistischen Moderne. Also ich bin immer etwas erstaunt, dass die Soziologie, also erforscht viel, aber was es nicht wirklich gibt, auch das gibt natürlich eine entwickelte Soziologie der europäischen Gemeinschaft, was es nicht wirklich gibt, ist eine Soziologie der NATO. Ja, warum die Soziologie nicht dieses, im Grunde, wenn man mal an die militärische Komponente bürgerlicher Gesellschaften denkt, dieses wichtigste Gebilde der offensichtlich so auch selbst definierten Verteidigung und Abwehr, Maßnahmen mit ständiger Luftüberwachung täglich und nächtlich über den bürgerlichen Gesellschaften der Gegenwart, warum die Soziologie das nicht zu einem prominenten Thema gemacht hat, eine Soziologie der NATO. Es könnte daran liegen, dass sie eben nicht eine soziologische Theorie der bürgerlichen Gesellschaft
entwickelt hat bisher. Insgesamt, vielleicht, wenn man mal geht auf die, wenn man nochmal zurückkommt auf die Verbürgerlichung der Weltgesellschaft, dann muss man nochmal in Erinnerung rufen, dass ich einen Vorteil dieser Kategorie darin sehe, dass sie von vornherein verschiedene Ebenen aufruft in ihrem Begriff. Also da ist vor allem natürlich die deutsche Begrifflichkeit, die deutschsprachige Begrifflichkeit geeignet. Nämlich, es ist bürgerliche Gesellschaft, das ist ein Struktur- und Systembegriff. Das ist bei Hegel gefasst. Dann ist es das Bürgertum, da hat man offensichtlich so etwas wie eine Akteursgruppe. Und dann hat man noch Bürgerlichkeit, da hat man so einen Habitus- und Haltungsmoment. Und natürlich gehört zu diesem, gehört dazu, das hatte ich ja am Anfang gesagt, gegenüber der Systemtheorie, der Theorie komplexer Gesellschaft als Theorie ausdifferenzierter sozialer Systeme. Gegenüber ist ein Vorteil der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie auf Verkörperung geht, also auf Personal, auf Personen. Und insofern gehört zu einer vorläufigen Restabilisierung, Rekrutierung, Durchhalten von bürgerlicher Vergesellschaftung natürlich in der Massengesellschaft in jedem Fall, aber auch in der Weltgesellschaft Personal, Verkörperung. Also an denen man die Haltung der Bürgerlichkeit gleichsam aufnehmen kann, identifizieren kann, verinnerlichen kann. Da ist natürlich ein ganz wichtiges Instrument, muss man sagen. Erwähnen kann der Nobelpreis, also die Nobelpreise, ne, als die weltweite Aufmerksamkeit, zunächst für natürlich wissenschaftliche Leistungen, verschiedenste wissenschaftliche Leistungen, naturwissenschaftliche Leistungen erwecken. Das sind dann immer Forscherinnen-Auszeichnungen. Aber man muss natürlich auch an den Literaturnobelpreis denken und an den Friedensnobelpreis. Das ist natürlich die mit dem größtmöglichen sozusagen Aufmerksamkeitsgrad. Und das Nobelpreiskomitee sitzt nun einmal in einer bürgerlichen Vergesellschaftung in Schweden, in Stockholm, und setzt sich aus dem Bürgertum zusammen, aus dieser Akteursgruppe. Und es ist, glaube ich, man müsste es untersuchen, nicht? Ob nicht im Friedensnobelpreis alles in allem immer erneut Verkörperung, Inkarnationen eines weltweit operierenden Bürgertums nobilitiert werden, um mal dieses Wortspiel zu verwenden. Aber man kann natürlich an andere Figuren auch denken. Besonders als ich da zum Zeitpunkt, als ich diese Theorie für mich mitentwickelt habe, stand mir natürlich die Leitfigur von Barack Obama vor Augen in seiner Prägnanz, wo man sagen würde, ja, das ist natürlich Inbegriff einer, bis in seine Gelassenheit hinein, verkörperte Gelassenheit hinein, Inbegriff sozusagen der Verkörperung von Bürgertum als Affirmation, also als Schwarzer, es wird ja immer gesagt, dass er ein Schwarzer ist, nicht ein Schwarzer, weil er ja eine weiße Mutter hat, die immer ein bisschen unter den Tisch fällt, aber insgesamt ist er natürlich ein Aufsteiger, ein Seiteneinsteiger in die bürgerliche Vergesellschaftung der USA mit seinem Studium als Rechtsanwalt, dann als Rechtsanwalt tätig. Er war dann vor allem auch, hat er in Chicago
Stadtteilorganisation gemacht, Stadtteilarbeit, also im Grunde jetzt bürgerliche Sozialarbeit angeregt. Dann war er als Anwalt, dann war, ist er schriftstellerisch tätig gewesen in einer juristischen Fachzeitschrift und so weiter. Ja, also Inbegriff einer weltweit ausstrahlenden, auf verschiedenste Gesellschaften, natürlich auf die afrikanische Herkunftsgesellschaft ausstrahlende Gesellschaft, ausstrahlende Verkörperungsfigur der Prinzipien der Bürgerlichkeit. Noch deutlicher scheint mir das bei Oprah Winfrey zu sein, die jetzt bezogen auf die Massenmedien eine Verkörperung in den USA, die also gleichsam noch stärker als das im europäischen Raum üblich ist, dieses Prinzip der Geselligkeit, ja, in den Talkshows, der Einbeziehung des anderen in Talkshows, ja, der mit einer großen Empathie, Einbeziehung in einer Massenöffentlichkeit, andere zur Sprache zu bringen als Individuen. Und dann natürlich einen ganzen Konzern aufgebaut hat, eine Millionärin oder Milliardärin geworden ist, also auch das Bourgeoisie-Prinzip abdeckt. Noch viel mehr als die Künstlerinnen, die man natürlich auch, die Popkünstlerinnen, die man alle erwähnen könnte. Aber Oprah Winfrey scheint mir sozusagen hier eine Schlüsselverkörperung weiblicher Art des Bürgertums der Gegenwart zu sein. Die Kritik an der bürgerlichen Vergesellschaftungsform gegenwärtig, das kann man in jedem Fall natürlich aufklären, schließt an die erstmals auftretende Radikalkritik am Bürgertum aus dem 19. Jahrhundert. Da sind im Grunde diese ganzen Topoi und Denkfiguren ja bereits ausgedacht und aufgeschrieben. Das ist natürlich immer der die Kritik, dass die bürgerliche Gesellschaft keine wirkliche Solidarität mit den Menschen hervorbringt, nicht solidarisch ist, kein Solidaritätsprinzip hat für alle Mitglieder der Gesellschaft, ja, also da von dort her auch nicht die Sicherheit für alle leisten kann, sondern durch ihre Prinzipien auch sozusagen Menschen in die Verzweiflung, in den Bankrott, in das Scheitern der individuellen Lebensentwürfe treibt. Man muss ja immer sehen, wenn es die Individualisierung, wenn es keine Individualisierung, kein Prinzip der Individualisierung gibt in der Gesellschaft, man könnte sagen, die Obligation, die Auflage, sich zu existenzialisieren und das Eigenste in sich zu entdecken und zu versuchen in Lebensentwürfen, dann gibt es auch natürlich nicht die Möglichkeit des Scheiterns in dem Maße. Also die bürgerliche Gesellschaft lässt vom Prinzip her, Individualisierungsprinzip her, ihre Mitglieder auch scheitern. Und das ist natürlich ein dauernder, wenn man so den Verlorenen, wenn einer, wenn man in dieser Vergesellschaftung auch den verlorenen und abgleitenden Mitgliedern begegnet, ist das natürlich ein Anlass für Kritik. Dann ist ja aus dem 19. Jahrhundert auch eine Dauerfigur der Kritik, dass die bürgerliche Vergesellschaftung keine Weltanschauung, keine einheitliche Weltanschauung hervorbringen kann, hervorbringt. Das liegt an der Unendlichkeit der Entwürfe, der Weltanschauung, der Ideologien, wie man sagt. Es gibt also einen unendlichen Wettbewerb oder wie es in 20er Jahren sagt, ein Narrenhaus der Weltanschauungen, ein Durcheinander der Stimmen, das diese fehlende Vereinheitlichung in dem Weltbild ist natürlich ein weiterer Kritikpunkt an der bürgerlichen Gesellschaft.
Ein weiterer Kritikpunkt, der immer eher aus dem rechten und also dann tendenziell faschistischen Lager kommt, ist, dass die bürgerliche Vergesellschaftung keinen Opfersinn, also sozusagen Tugenden, klassische Tugenden auch des Aristokratischen, des Heldenhaften. Die bürgerliche Gesellschaft bringt in diesem Sinn keine Helden mehr hervor, also die tatsächlich ihr Leben einsetzen. Das ist ja so eine Dauerkritik, die auch bis Ernst Jünger reicht. Also die bürgerliche Gesellschaft bringt keine Spannung, Lebensspannung in diesem Sinne hervor, was für Individuen, aber auch Kollektive dann gelten soll. Ja, so würde ich sagen, gibt es das kann man in jedem Fall, das läuft, solange es bürgerliche Vergesellschaftung gibt, gibt es diese Kritik an ihr. Man kann es noch mal, wo man immer weiß, nicht weiß genau, wie tritt sie auf, wie radikal tritt sie auf, was wird aus ihr und so weiter. Vielleicht kann man das dahingehend zusammenfassen, dass man sagt, der eigentliche Vorwurf an die bürgerliche Gesellschaft ist, dass sie nur eine vorletzte Verfassung des menschlichen Lebens ist. Ja, dass sie leistet nicht die letzte Begründung und Letztordnung menschlicher Lebensverhältnisse untereinander im Verhältnis zur Natur und so weiter. Ja, und insofern bleibt sie immer sie bleibt im Zustand des Vorletzten und damit auch des nicht zufriedenstellenden. Sehnsüchte werden nicht sozusagen nicht erfüllt. Ja, und von dort her ergeben sich diese Vorbehalte. Der zweite Punkt, den man bemerken kann, bezogen auf die Kritik, nun ist diese Kritik als ständige Herausforderung, Kritik, die sich auch in Assoziationen, im Subversiven und so weiter, auch in Gewaltinitiativen äußern kann, in Ausschreitungen, wie man sagt. Diese in Attacken, in Tötungen. Diese Kritik, die dann so eine praktische Form der Gewalt auch annehmen kann, läuft gleichsam ständig in der bürgerlichen Gesellschaft mit. Das ist gleichsam konstitutiv, solange sie existiert. Und zugleich kann man sagen, die bürgerliche Gesellschaft braucht nach ihrer Kontingenzerfahrung oder hat herausbekommen, dass sie, um sich durchzuhalten, nach ihrer Kontingenzerfahrung, in der Mitte des 20. Jahrhunderts braucht diese Kritik und muss sich mit der Kritik auseinandersetzen, in gewisser Weise mit dem Nonkonformismus auseinandersetzen, mit dem Nonkonformismus der Kritik, um sich selbst in Form zu halten. Also die bürgerliche Gesellschaft nimmt im Grunde alle kritischen Impulse, solange sie existiert. Sie existiert dadurch, dass sie die kritischen Impulse aufgreift, das entsprechende Personal in ihre Institutionen und Bildungseinrichtungen zieht und dort dann in geschliffene bürgerliche Existenzen verwandelt, aber auch zugleich mit diesen nonkonformistischen Impulsen, sowohl in der Theoriebildung wie in der Kunst natürlich vor allem, ich denke hier vor allem an die moderne bildende Kunst, die Malerei, nonkonformistisch war, aber und das Bürgertum war zunächst reserviert und hing noch an den realistischen Formaten in der Malerei des 19. Jahrhunderts und hat dann aber verstanden, Documenta und so lässt grüßen, dass sie sozusagen durch das sich Einlassen auf diese nonkonformistische Kunst sich in Form hält, in dem Sinne, dass sie Kreativität übt. Ja? Dass sie sozusagen sich wach hält, im Zustand der Wachheit bleibt. Also, ja, soweit vielleicht zu dem Punkt, dass
der unvermeidbaren Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft und dem Umgang mit dem Nonkonformismus, sodass sich vorläufig die bürgerliche Vergesellschaftung in der Gegenwart in Form hält. Ich will vielleicht noch einen letzten Gedanken erwähnen, da ich nun mal diese soziologische Theorie der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt habe im deutschsprachigen Raum. Also ich selbst stamme ja aus Westdeutschland, Hannover, Göttingen und bin dann seit 20 Jahren in Dresden. Und tatsächlich war das dieses Strukturereignis von 1989, das war das, kann ich sagen, das bedeutendste Ereignis, politische, gesellschaftspolitische Ereignis meiner eigenen Biografie. Also nicht etwa 68, sondern 89. Und auch bedeutender als alle danach noch erfolgenden Ereignisse. Und insofern kommt mir manchmal die Idee, dass der eigentliche Ursprungsort, als eigentlicher Ursprungsort dieser soziologischen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft als Theorie der Gegenwart, die jetzige Bundesrepublik Deutschland sein könnte oder überhaupt der deutschsprachige mitteleuropäische Raum, weil die deutsche Gesellschaft eben die Gesellschaft im 20. Jahrhundert gewesen ist, die einzige Gesellschaft im 20. Jahrhundert gewesen ist, die in sich die zwei nichtbürgerlichen modernen Gemeinschaftsprojekte in sich ausgetragen und bis zum Exzess ausgelebt hat. Und insofern könnte gerade also mir würde jedenfalls keine andere Gesellschaft einfallen, die vergleichbar diesen zwei, wo das Bürgertum diesen zwei Herausforderungen ausgesetzt war. Und insofern könnte gerade, das könnte dafür sprechen, dass die Theorie der bürgerlichen Gesellschaft aus dieser deutschsprachigen Gesellschaftsgeschichte, Gesellschafts- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts besondere Plausibilität erlangt, auch für andere Gesellschaften. Und ja, insofern ein Exempel auf diese Art und Weise des möglichen Untergangs der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Überlebens mit Hilfe anderer, aber dann auch ihrer revolutionären Wiederherstellung ein Exempel, ein vorläufiges Geschichtszeichen, wie Kant bezogen auf die Französische Revolution für das genannt hat, ein Geschichtszeichen. Insofern könnte gleichsam jetzt nochmal 1989 und dieser ostmitteleuropäische Umbruch mit dem Fall der Mauer, der ja auch kein Fall war, ne? Das ist auch viel zu passivisch. Es war ja ein revolutionärer Umbruch. Die Mauer wurde gleichsam von der einen Seite eingedrückt, nicht? Durch die Botschaftsflüchtlinge und natürlich durch die großen illegalen Massendemonstrationen. Ja, könnte also ein Exempel sein, auch für andere Vergesellschaftungen der Gegenwart. Danke für das Gespräch, Herr Fischer. Ich danke Ihnen.